So, und weiter geht's. Auf legendär. Tja, angekommen. Endlich in der Stadt. Schnell ein bisschen was verkaufen. Und dann geht's hoch. Stufe 14, mal sehen, wann ich komme. Muss hier irgendwann leichter werden. Ja, so wie zum Thema Verkaufen. Ihr seht aus, als könntet ihr einen Schluck vertragen. Wie wäre es mit einem Betttrinken unter Freunden, mit dem Stab als Einsatz? Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier genau richtig. Das werden wir ja sehen. Das ist ein besonderes Gebräu. Sehr starker Tobak. Dann fangen wir mal an. Deinen Stab als Einsatz? Warum nicht? Her damit. Ich brauche dringend einen Stab. Dann eröffne ich mal die erste Runde. Runter damit. Ja, wie trinke ich? Ihr seid dran. Los geht's. Damit wäre einer geschafft, mein Freund. Einer geschafft. Der nächste Punkt für mich. Ja, mal gucken, wer als erstes umfällt. Wer trinken? Ich bin mal gespannt. Und wie steht's mit euch? Sagt ihr? Ich glaube, ich habe bald genug von dem Zeug. Wisst ihr was? Wenn ihr noch einen schafft, dann habt ihr gewonnen. Locker. Aber hallo, ihr habt es wirklich geschafft. Der Stab gehört euch. Cool. Was für ein Stab? Wisst ihr was? Das macht Spaß, mit euch zu trinken. Ich kenne einen tollen Ort, an dem Wein wie Wasser fließt. Dort sollten wir hingehen. Sag mir, ihr seht aber nicht so gut aus. Hä? Was? Oh. Wacht auf. Ja, wacht endlich auf, betrunkener Gotteslästerer. Hä? Was habe ich gemacht? Aha. Dann erinnert ihr euch also nicht daran, wie ihr die Statue gestreichelt habt? Hä? Dann wisst ihr sicher auch nicht mehr, dass ihr hereingekommen seid und etwas von einer Ehe oder einer Ziege gefaselt habt. Was? Und dann erinnert ihr euch auch nicht mehr daran, wie ihr in Wut geraten seid und überall im Tempel Müll verstreut habt. Nein. Die Bella lehrt uns Liebe und Mitgefühl, aber das heißt nicht, dass wir euch einfach sagen, was ihr wissen wollt. Und euch dann einfach so wieder hier herausmarschieren lassen. Räumt euer Chaos auf und entschuldigt euch. Und wenn wir euch für aufrichtig halten, werden wir euch vielleicht helfen. Was? Was? Was habe ich gemacht? Wo zum Geier bin ich? Mein Chaos aufräumen. Ja, wie soll ich denn hier Chaos aufräumen? Was ist für Chaos? Was habe ich denn gemacht? Was denn? Alle Krankheiten geheilt, alle Segen entfernt, Diabellas Segen hinzugefügt. Cool. Was für Segen? Was habe ich denn gemacht? Ich entschuldige mich erstmal. Redet wieder mit mir, wenn ihr euer Chaos aufgeräumt habt. Es tut mir leid, ich weiß nicht mal, wie ich hierher gekommen bin. Überreden? Ich würde euch ja zu gern helfen. Aber ich bin so damit beschäftigt, das Chaos zu beseitigen, das ihr in unserem Tempel angerichtet habt. Wenn ihr mir natürlich beim Aufräumen helfen und euch hinterher entschuldigen würdet, dann könnte ich vielleicht etwas für euch tun. Ja, dazu muss ich auch wissen, was von Chaos ich gemacht habe. Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht? Am besten, wir gucken mal schnell ins Questbuch nach. Oh, den soll ich auch noch tun. Okay. Eine denkwürdige Nacht, schalten wir mal an. Schalten wir das mal ab. So. Wein stecken wir einfach mal da rein. C ist auch falsch. Verdammt. Ja, wo soll ich denn den Wein hinstellen? Hä? Soll ich ihn überhaupt hinstellen oder soll ich ihn einpacken? Wir packen einfach mal ein. Dann irgendwas soll ich hierher. Irgendwas ist hier. Da. Materialliste lesen. Riesen-C, geweihte Wasser. Hexenraben. Hexenraben für das Sam. Okay. Abgeschossen. Hilf beim Aufräumen des Tempels hier, Bella. Entschuldige dich bei ihr. Das wird wohl reichen. Die Bella lehrt uns schließlich Vergebung. Selbst für einen Trunkenbold wie euch. Was?
Könnt ihr euch noch an irgendwas daran erinnern, was ich meiner Ankunft gesagt habe? Ihr habt vor euch hingeschimpft, als ihr hierher kamt, aber das meiste war gelallt. Ihr habt etwas von Rurikstadt gesagt. Vielleicht solltet ihr euch dort umsehen. Frage in Rurikstadt nach Sam und den Stab. Ja, wer weiß, wo ich jetzt schon wieder bin. Ich glaube, ich bin nicht da, wo ich sein möchte. Aktueller Standort. Ja, also soweit okay. Weltkarte. Doch, ich bin noch fort. Gut, das ist gut. Dann kann man die Quest auch erledigen. Ein Stab. Ich könnte echt einen Zauberstab hier brauchen. Ich habe zwar diesen einen Zauberstab, aber der ist begrenzt, habe ich schon mal irgendwann mal festgestellt. Der hat nur ein paar Ladung, macht irgendwas komisches, aber keinen so richtigen Schaden. Und ich brauche irgendwas, was Schaden macht. Dann könnte ich nämlich meine Zauber... Wow, cool. Wusste nicht, dass das hier ist. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Nee, ich bin woanders. Vierjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Aha. Ich bin völlig woanders. Das ist meine aktuelle... Oh Gott, wie bin ich denn dahin schon wieder gekommen? Ach, das ist... Ich werd's doch... Um Gottes Willen. Wie ist denn... Hier muss doch Einsamkeit. Drachenbrücke da, das ist Einsamkeit. Ach, das ist ja... Ich werd... Das ist ja... Ach, zum... Ach, das ist ja... Wie bin ich denn... Wie habe ich das schon wieder gemacht? Ach. Danke. Ja, was lernen wir da draus? Alkohol ist keine Lösung. Auf nach Rurikstadt. Erstmal den Sam verhauen. Erstmal fragen, warum der hier mich sonst wohin verschleppt. In einer Nacht. Ein bisschen Schmuck für eure Reise nach Hause? Oh. Dieser Anhänger würde meiner Schwester sicher wunderbar. Was denn? Ich würde gerne mithelfen, Mama. Die ganze Magie weg! Die ganze Magie weg! Oh, Pfeile! Das nimmt sie nicht mit. Kostenlos Pfeile nehme ich mit. Pfeile nehme ich auf jeden Fall mit. Durchsuchen. Dietrich, Gold, kann man gebrauchen. Bergebatterklang nicht. Nö, ist ja nichts wert. Bio ist auch nichts wert. Und warum ist sie jetzt hier? Schlüssel zum Markt Zimmer nehmen auf jeden Fall. Stadtwache von Markart hat alles unter Kontrolle. Ja, sehe ich. Was ist denn hier passiert? Warum hat er die abgestochen? Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Ich sagte doch, geht weiter. Diese Abgeschworenen sind nur ein Haufen Wahnsinniger. Wir haben alles unter Kontrolle. Haltet euch da raus. Geht mir sowieso nichts an. Sehr richtig, so ist es. Ja, was sogar ein Abgeschworener. Ich will es ja nicht wissen. Eine Frau angegriffen mitten auf der Straße. Ist bei euch alles in Ordnung? Habt ihr gesehen, was geschehen ist? Ich hab's gesehen. Ich habe Geschreiber abgeschworen, das war alles. Die Abgeschworenen? Seltsam. Nun, ich hoffe, die Acht geben euch in Zukunft mehr Frieden, was immer das heißt. Oh, ich glaube, das habt ihr verloren. Eine Art Notiz. Sieht wichtig aus. Ah. Mein Zettel? Nein, das ist eurer. Er muss euch aus der Tasche gefallen sein. Aha. Nein. Ich habe nur etwas frische Luft geschnappt. Hatte ein Mäh zu viel im Gasthaus Silberblut. Okay. Bis zum nächsten Mal. Er hat mir einen Zettel gegeben. Ich glaube, das ist die nächste Quest. Er hat sie getötet. Vor meinen Augen. Sie ist eine Reisende aus der Kaiserstadt. Jeden Tag hat sie sich nach Schmuck für ihre Verwandten zu Hause umgesehen. Warum sollte sie jemand töten wollen? Das ergibt keinen Sinn. Ach, du hast komische Augen, hast du. Tut mir leid. Ich glaube, ich kann momentan nichts verkaufen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Was geschieht mit dieser Stadt? Ja, ich. Fluch, Kills, Zauberstäbe an jeder Ecke hier. Ist egal. Ich muss jetzt erstmal nach Riften. Margaret. Nicht näher nach Riften, nach Ruinstag. Oh nein, Spinnen. Und seiner Schwierigkeitsgrad, also, puh, das ist ja... Also liegen die erst ein bisschen echt fies. Aber das kriegen wir noch hin. Ist ja nur eine Frage der Zeit. Ich muss ja nur leveln und schießen und leveln. Ich wollte ja eh Magier machen. Und da sollte das nicht das Problem sein.
Bevor ich jetzt hier aber diese Quest hier beginne, mache ich... In Markart befindet ihr euch in der sichersten Stadt von Reach. Ja, das glaube ich dir sofort. Kann der mich ja nach Hohenstadt fahren? Das ist ja nämlich ganz angenehm. Das Reisen in Reach, wohin soll's gehen? Dämmer, Falkenring, Riften, Einsamkeit, Weißlauf, Winterhelm, Winterfeste. Nein, kann er nicht. In Ordnung. Kann er nicht. Mhm. Natürlich nicht. So, okay. Okay, ich bin hier. Und ich soll dorthin. Das war der Weg. Schweres Geländer. Das weiß ich auch schon. So, ich könnte ja von Einsamkeit darunter spazieren. Oder von Weißlauf darüber. Ich glaube, das ist sogar einfacher vom Weißlauf, weil ja hier die komischen Sachen dabei sind. Ich glaube, das geht weitaus besser als hier. Ja, ich glaube, ich werde es nicht zu den Graubärten schaffen. Egal, wir machen das jetzt Stück für Stück. Ich will wissen, was jetzt abging. Und deswegen ab zu Sam und dem mal fragen, warum zum Geier wir hier gelandet sind. Ich wollte eigentlich zu den Graubärten. Das heißt, wir lassen alles hier stehen, links und rechts liegen, sammeln weitere Pflanzen ein. Wenn ich jetzt in den paar Spielstunden was gelernt habe, dann... Oh, das nehmen wir auf jeden Fall. Wenn ich was gelernt habe, dann, naja, ich brauche Heil- und Zaubertränke. Und zwar eine Menge davon. Und Schmetterlinge. So, mal kurz gucken. Diese Richtung, okay. Nehmen wir mit. Ich bin Sammler den lieben langen Tag. Nun gut. Alles Stück für Stück. Hört sich gerade nach Nirnwurz an. Aber das möchte ich jetzt alles gar nicht. Ah, der ist abgehauen. Dachte, ich schleiche jetzt ein bisschen, dann hau ich da die Ziege um. Die treffe ich ja nicht mal. Ich muss unbedingt die Zerstörungskraft nach oben bringen. Oh, noch ein Vogelnest. Ich kann wetten, da kommt irgendwann dann so ein riesen Vogel und knallt hier eine so BAM. Hab da so nicht viel. Winterhelm, 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 Riften, Magtern. Was ist das? Kartwachstein, Goldrune. In diese Richtung soll ich da den Berg umlaufen. Bitte sei freundlich. Wer auch immer du bist, bitte sei freundlich. Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung. Aha. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Gern doch. Habe ich kein Problem mit. Eieieiei. Ja. Im Kaiserreich, da geht die Post ab. Wird ein weiter Weg. Und vor allem, ich laufe jetzt das zweite Mal da an. Das ist ja das Schlimme. Das zweite Mal. Ja, zu den Graubärten werde ich es wohl nicht hinbekommen. Spaß haben wir sowieso in der Luft. Aber eigentlich müssen die Drachen ja auch so kommen, oder? Eigentlich ja. Zumindest, soweit ich weiß. Aber selbst ich bin mir ja nicht sicher. Oh, eine Krabbe. Das ist ein würdiger Gegner. Habe ich getroffen? Habe ich. Gab's Schleichschaden? Ach du grüne Mütze. Down? Sieht aus, als wäre sie down. Muss nur irgendwie da rankommen. Und mir das Krabbenfleisch organisieren. Wenn das ein Assassine ist, dann ab ins Wasser. Nur habe ich jetzt keine Magie. Schmeiß mal einzelne Feuerbälle. Immer keine Magie. Jetzt heißt es kurz zu gucken. Und Bogen mal nehmen. So, warum wollte der Assassine mich assassinen? Notiz des dunklen Assassinen. Stein, Schwert, ja, Dietrich nimmt mit. Schwert passt auch noch, kommt ihm auch mit. Schade, dass ich die Rüstung nicht kriege. Die sieht gut aus. Wie, noch mehr? Hier ist irgendwas. Aber ich sehe nichts. Ah, bestimmt so eine Krabbe. Ein würdiger Gegner. Eine Fisch hat er gemacht. Nice.
So, hier war irgendwo, da ist er. Krabbe, so, jetzt mal ganz kurz lesen. Warum zum Geier hat der mich angegriffen? Sonstiges. Ne, Bücher. Oder Bücher ist das? Notiz des Assassinen. Wie befohlen sollt ihr X-Wanvagrant um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte die arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kann, kommt nicht in Frage. Astrid. What the fucking hell? Wer zum Geier lässt mich hier killen? Oder will mich killen lassen? So, erstmal ganz kurz gucken. Karte. So, da ist Dings. Man könnte... Na. Okay, ich könnte hier unten lang und dann da außen rum. Oder hier oben ist ein Weg drüber. Ich nehme den Weg. Ich nehme den Weg. Bestimmt keine so gute Idee, aber ich nehme den Weg trotzdem. Und ich kann immer noch nicht rennen. Ey, so viele Orte, in denen ich jetzt hier vorbeirennen muss, weil ich nicht die Kraft habe, da reinzugehen. Hä? Was fiel denn da gerade vom Himmel? Ja, sieht auch schon sehr gefährlich aus, der Ort da. Und ich wollte eigentlich nur zu den Graubärten. Und jetzt bin ich auf einer anderen Mission. Oh Mann. Haben wir. Weiteren Pelz erhalten. Sehr, sehr schön. Tja, so nicht, Herr Kollegen. So nicht. Oh, Haus. Haus ist immer gut. Ja, gut, das hier unten war. Das sieht mir nicht nach einer normalen Stadt aus, sondern nach Gegnern. Will ich jetzt auch nicht angreifen? Nein. Ich habe die Power dazu nicht. Und dieses Haus hier könnte man vielleicht gehen. Der hier vorne sieht zumindest nett aus. Sieht nach einer ganz normalen Wache aus. Moin. Lasst eure Hände. Hey. Ich weiß nicht, wohin ihr geht, aber haltet euch von der Mine fern. Die ist nicht sicher. Ah. Wir sind auf eine alte Krypta der Nord gestoßen. Da wimmelt es von Draugr. Ach, na toll. Diese ganzen Untoten halten uns vom Schürfen ab. Ich würde da nicht runtergehen. Ey, Quest an jeder Ecke hier. Das ist irre. Ich weiß noch nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Das ist, ich möchte das wirklich Stück für Stück machen, soweit es möglich ist, mir zumindest. Aber, ja. Naja. Wir gehen jetzt trotzdem erst einmal zu Sam und fragen den, warum wir eigentlich da hinten gelandet sind. Und der hat einen Stab. Stab ist gut. Denn ich weiß, dass dieser Stab hier, der hat Aufladungen. Ah, da, vielleicht kann man das mal sehen. Der hat irgendwie Aufladung irgendwie und wenn er nicht aufgeladen ist, dann funktioniert er nicht. Und er macht nur relativen Schaden und verwandelt immer die Gegner. Ist zwar witzig, aber nicht wirklich brauchbar für mich. Ich brauche wirklich einen Stab, eigentlich einen Zauberstab. Einen richtig schönen Zauberstab, der kontinuierlichen Schaden macht, am besten so 500 pro Schuss. So wie so ein MGV, so zack, 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 dann wäre ich glücklich. Magiergilde. Immer mehr. Weil wenn so ein Drache kommt, der macht mich fertig. Eiskalt. Da ich immer noch nicht weiß, wie ich wegzulaufen habe. Zwei Feuerbälle. Und ich brauche dringend mehr Mana. Ich brauche viel mehr Mana. Als die nächsten Level stecke ich alle in Dings rein. In die Magie. So, jetzt sind wir ja bald in dieser Stadt. Oh, schon mal, dann kriegen wir nicht. Es wird mir schon mal angezeigt, dass sie hier ist, die Stadt. Da ist er. Und Stecknet. Da, Herr Kollege, Herr Sam. Kommen Sie mal raus und erklären Sie mir mal, wie wir da hingekommen sind. Ich meine, ich war so kurz vor dem Ziel der Graubärten. Hm? So, Schmetterlinge. Ich dachte. Und dann auf einmal sowas. Dann bin ich am anderen Ende der Welt. Das finde ich persönlich gesagt nicht so nett.
Aber zumindest eine recht ruhige Reise, kann man schon sagen. So, haben wir. Was wollt ihr, Spitzohr? Was ich hier will? Ich suche jemanden. Da ist er. So. Aber leider sind die 20 Minuten um. Das heißt, bevor wir den angehen, speichere ich hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.